Liebe Freunde, herzlich willkommen zu dem zweiten Teil der Probeverkostung mit einem sehr japanischen Spiel, mit dem Lost Odyssey von, ich hab's auch noch ein Ding. Ja, wäre doof, wenn du jetzt die Spielwaggon weggeschmissen hättest. Ja. Nee, hab ich nicht. Mit Lost Odyssey, einem sehr japanischen Rollenspiel. Von Microsoft Game Studios übrigens. Ja, yeah, gepublished. Wie gesagt, entwickelt von Mistwalker. Richtig. Von Mistwalker. Wie gesagt, einem sehr japanischen Rollenspiel, was mir persönlich überhaupt nicht zusagt. Ich bin am Pad, der liebe Dominik hat es rausgekramt aus seiner Spieletruhe, um es mir vorzustellen. Und ich bin bisher... Ich habe mir vor Angst, jetzt überschreck jetzt hier. Musst du aber trotzdem weiter. Ich bin jetzt hier so semi-begeistert. Ja, es darf man nicht vergessen, das Spiel ist 5 Jahre alt. Aber seitdem haben sich JRPGs auch jetzt nicht großartig gesteigert. Nö, die waren verändert. Vorher schon grafisch halt hübsch. Es ist grafisch halt immer hübsch, das stimmt. Wie das aussieht, falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, klickt den ersten Teil an. Ansonsten geht's jetzt gleich hier weiter mit dem zweiten. Sind wir drin? Wir sind schon drin. Wir sind, guck mal hier, da sind wir. Ich muss mal den Ton noch reinmachen. Bild. Toll. Und wir sind im Spiel. Ups, so. Und wer sich erinnert, ich habe das letzte Mal so eine Kiste aufgemacht. Zur Story, ja, wie gesagt, hatte ich ja schon im letzten Teil gesagt, wissen wir noch gar nicht so viel. Ich bin irgendein Kommandeur der Panzermagietruppe. Leutnant von der Panzermagietruppe. Wer kennt sie nicht? Engelsschwinge. Ja. Das ist doch bestimmt irgendwas, was ich für irgendeinen Ring brauche. Bestimmt. Kannst du mal nachgucken. Achso, das ist Ausrüstung. Das ich glaube, du musst bei Ringfertigung. Achso. Okay. Was sind die Komponenten? Da stand's doch. Nee, Wetzstein. Und Wertsachen ist ein Namensschild? Ja, dein goldenes Namensschild. Aus der Selbsthilfegruppe. Hier, Ringfertigung, schätze ich mal. Schlägerring Ultra. Was brauche ich dafür? Ein Schlägerring und ein Schutzengelerz. Gott, ey, ohne Spaß. Ja, das findet man ja schnell. Du könntest sogar einen Ring... verbessern, dann machen wir das doch. So, jetzt ist er Stufe 1. Ha. Und ich habe einen Erfolg. 30 Gamer für einfach nur einen Ring. Für einen Ringfertiger. Ja, da war klar. Aber irgendwo steht denn hier mein was ich gerade eingesammelt habe, dieses andere Erz. Nee. Keine Ahnung. Engelsschwinge. Engelsschwinge, genau. Ist das ein Heilung vielleicht. Heilung? Ja, nee. Keine Ahnung. Es ist weg. Vielleicht hast du es schon wieder verloren. Ist noch was, Gegenstände. Das untere. Ah, hier siehst du. Die bewusstlose Verbündete wiederbelebt. Ach so, alles klar. Aber du hast noch keine Verbündeten. Also ja, aber vielleicht sind die ja meine Verbündeten hier. Nee, das sind bloß hier. Soldaten? Wir haben immer noch nicht nachgeguckt, wie der... Ich gucke jetzt mal, wie der Teletubby mit dem Ring oben ist. Was ist denn hier? Ich kann mit keinem reden? Okay, geh mal halt weiter. Interessiert mich nicht. Ihr seid alle doof. Der Krause hat gerade angerufen. Panzerwagen besteigen. Das lasse ich mir nicht entgehen. Rückzug, Bewegung! Die haben aber die Ruhe weg, die Kollegen. Ura-Truppen, Panzerfahrzeug. Teletubbies Namen. Aha, die kommt doch in meine Party. Du hast recht, der mit dem Kreis, also mit dem Loch oben. Heißt Po. Heißt Po. Diese. Keine Ahnung, wer das erfunden hat. Das ist Offizier Seth Balmore, 43. Magiedivision. Schluck genau wie du. Für. Ist ebenfalls heil da rausgekommen. Schlecht. Ihr beide habt wirklich Glück gehabt. Warum hat sie sich so erschrocken? Aber das ist wieder Charakterdesign, typisch japanisch. Gefällt mir, nehme ich einen Schluck. Ist alles sehr verwirrend. Sie hat jetzt, die gute Dame hat sich jetzt erschrocken und dann kam hier, das ist Gehirnparasit befallene Frau. Die reden immer alle so abgehackt, so ganz schlimm.
Das sind halt Japaner. Ja, die auf Deutsch reden. Ja. Tolle Geräte übrigens, ne? Die sehen so gut aus. Wie gesagt, das ist wieder japanisches Design vom Allerfeinsten. Diese Splitscreen verstehe ich manchmal nicht. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Das ist magische Republik. Wir sind also keine Diktatur. Nein, das ist eine Republik. Das ist ein Senat und solche Geschichten. Richtig. Genau. Ja. Hier steigen Sie aus, Leutnant. Hier steigen Sie aus. Hm? Der Rat möchte den Überlebenden sprechen, Sir. Und wir sind doch zwei, oder ihr seid doch auch Überlebende sicherlich. Oder nein, sind die danach Sie nicht, Offizier Belmont. Hey, ich hab auch überlebt. Gott, ist das schlecht. Der Rat hat nur Leutnant Argonar gerufen. Argonar. Hinsetzen und Mund halten. Ja, so läuft's im Königreich Ura. Da haben Frauen nichts zu sagen. Oh, da entwickelt sich doch was. Entweder sie stirbt oder wir haben was mit ihr. Oder wir haben was mit ihr und danach stirbt sie. Das kann auch sein. Währenddessen. Das wäre ein bisschen creepy. Aber würde wieder zum Japanischen passen. Aber komm. Da ist er schon wieder. Oh, nee. Die saß doch eben noch. Was sollen diese... Das fängt das, das alles ganz komplex ein. Ja, also da hast du... Beschleunigung. Wahnsinn. Wahnsinn. Und der Hohe Rat, der tagt natürlich mitten an der Festungsmauer. Na klar. Das ist ja auch am sichersten. Da würde niemand von den Gegnern die... Ah, ich muss also jetzt gar nicht hin, ne? Schaltzentrale... treten. Ich mach erstmal alles kaputt. Und da ist Gold drin. Zack. Wetzstein. Kannst du aber wegschmeißen. Wetzstein, Wetzstein. Alles muss versteckt sein. Magma-Fragment. Speckstein. Wie er auch. So klopfst du dich hier durch die Mülltonnen von. Was kann ich hier mit dem Ura. Nichts. Ich dachte, da kann ich auch dagegen treten. Das ist doch Giftmüll. Da kannst du nicht dagegen treten. Das ist mal ein amtliches Tor. Kann ich ihn auch treten? Dagegen treten. Dung. Geht der Deckel ab und kommt Gold raus. Okay, also ich kann hier rumlaufen, mir dieses wirklich enorme, enorme Tor angucken. Hey! Naja, mach dich besser schnell auf den Weg. Sonst gibt's Ärger. Du willst keinen Ärger mit dem Rad haben. Das sag ich dir. Ja, hol ein Rad ab. Ja, du kannst dann auf den Turm vielleicht. Aber ich glaube, da passiert nichts. Was mal los? Er klettert automatisch. Das finde ich auch mal scheiße. Das ist immer so ein Test von mir auch, wenn ich Spiele, die ich noch nicht kenne. Ah, da oben ist noch ein Papierkorb, gegen den wir treten können, von daher. Ja, siehst du, hat sich auch gelohnt. Nehme ich. Das ist halt ein Samen, ja. Ich wollte es gerade, weißt du, ich wollte... Achso, du wolltest was anderes. Was ich kann nochmal dagegen treten. Ich kann die ganze Zeit dagegen treten. Das ganze Spiel damit verbringen. Dagegen. Das finde ich wieder gut, da gibt's ein Bier. Ist da eigentlich noch was? Mhm. Du hast schon nicht mehr? Na doch. Aber du hast die Vermutung, dass du sehr viel noch trinken wirst in diesem Teil? Vermutlich, weiß ich nicht. Nein. Willst du schnell Bier holen, meinst du? Nein, ich. Mir fällt noch gerade ein, dass wir letztens rausgefunden haben, dass ich mit meiner Strippe vom Mikrofon bis vor den Kühlschrank komme. Das ist gut, ja, das ist richtig. Super Sache. Boah, das kotzt mich hier alles an! Scheiß Ura! Dauernd wollen die irgendwas von mir. So, jetzt gehe ich hier lang. Das finde ich gut, das fand ich sehr lustig. Das ist. Wow. Das große Tor im Turm. Was hast du einen Turm? Was ist mit ihm hier? Kannst du auch nicht dran treten, ne? Hat er halt Platz. Oh, was ist denn mit ihm hier? Hallo! Ah, wie war das noch? Dieser Lastenaufzug. Hä? Solltest du nicht wissen, wie so ein Aufzug funktioniert? Da hab ich vielleicht verwechselt. Ja gut, ich bin Leutnant, also da... haben sie sich rein teleportiert. Das ist alles so... Das ist so Architektur, wo ich mich frage, warum? Das ist alles nicht sehr praktikabel. Ja? So. Ja. Aber er wackelt ganz schön mit dem Arsch, unser... Hier, warte. Kann ich mich bewegen hier? Ich geh mal weg von der Kamera. Nein, ich geh mal weg von der Kamera. Du kannst nicht weg von der Kamera.
Und ich so, mit B hast du gesagt, so. Da, 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 da. So. Ja. Was soll man sagen? Hübsch, ne? Es sieht gut aus, das muss man wirklich sagen. Also es sieht für ein 5 Jahre altes Spiel immer noch sehr gut aus. Was wollt ihr? Schnell, wir haben keine Zeit. Aha, du kannst doch hin. Jawohl! Das wusste ich gar nicht. Das sagte mir jetzt kurz, bevor ich in die... Nachdem du eigentlich den ganzen Weg schon gelaufen bist. Lass mich los! Ja, boah, wie du da lang rennst. Boah, ich bin voller Tatendrang. Hoffentlich rennst du nirgends dagegen. Bonks. Aber ist wirklich ein bisschen schnell, der Kollege. Ja. Ah, da geht's nicht weiter, das Rot. Ist ja nicht umsonst, Leutnant. Da geht's auch nicht weiter? Untersuchen. Das ist untersuchen. Okay, wieder Samen. Vorhin da sich ja überall was versteckt. Was mit dir? Da muss ich lang. Eisenbahnschienenpersonal Kortan. Was, ein Schienenbahnpersonal? Ach, Einschienen. Ich hab Eisenbahn. Einschienen. Alle einsteigen, wir fahren kurz ab. Hä? Choo, also, choo. Wir sind in den Turm, um dann, okay. Okay, es ist alles sehr merkwürdig. Jetzt fährt die Einschienenbahn. Das ist doch keine Einschienenbahn. Warum bist du eingestiegen, wenn du da unten auf der Plattform sowieso mitgenommen wirst? Ein Schienenbahn. Monorail. 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 Mono? Nein. Hey, sind Sie nicht dieser Soldat, der nicht sterben kann? Ha! Ja, das sagt man mir nach. Und andere Sachen. Die 17. Division, die war doch an der Front. Lag mitten im Wohlhochland. Im Wohl... Niemand hätte die lag wohl im Wohlhochland. Das war ein Meteorit. Sie haben keinen Tut mir leid, Leutnant, aber es ist zu seltsam. Die paar, die wir retten konnten, waren weit vom Zentrum des Einschlags entfernt. Und selbst die waren schwer verletzt, bla bla bla. Zu glauben, dass jemand dieses... Ja, weil ich obercool bin. Ich bin der Oberpimp. Dann glaub's nicht. Oh, wir können sprechen. Mit Untertiteln übrigens. Hm? Ich will es nur gesagt haben. Das hört der Rat sicher nicht gern. Warum? Hä? Sagen Sie schon, wie war das möglich? Moment mal ganz kurz. Toll. Das ist wieder mit Arbeiten mit Profis hier. Mal kurz Frage an euch, beziehungsweise Frage auch an mich. Sollte der tolle Rat nicht froh sein, dass er einen unsterblichen Soldaten in seinen Reihen hat? Stattdessen sagen diese zwei Pappnasen hier zu mir, das hört der Rat sicher nicht gern, dass jemand unsterblich in unseren Reihen ist. Ja, wahrscheinlich... Ist aber eigentlich auch... Es ist ein Gesetz, es wird gestorben in Ura. Aber ist doch eine super Sache, ne? Weil dann... Das meine ich ja. Dann musst du auch... Dann mussten die dir keine Rente zahlen. Richtig. Ist ja nie... Sollte der Rat nicht froh sein, dass er einen unsterblichen Soldaten hat? Ja. Weißt du, ein unsterblicher Rollstuhlfahrer wäre jetzt weniger hilfreich. Oder ein unsterblicher Hartz-IV-Empfänger. Miss Walker. Ach, jetzt geht es los. Das war jetzt der Prolog. Viel Platz. Nee, was schon noch viel Platz? Vor allem, was ich ganz, ganz. Da hier, Hironobu Sakaguchi, das ist der Typ von Final Fantasy. Was ich übrigens ganz schlimm finde, wofür du auch gleich einen Schluck nehmen willst. Ach, musst. Echt? Tut mir leid. Ja? Ich wäre viel lieber auf Seiten der Kent gewesen. Die waren viel badassiger. Das weiß ich ja bloß, weil man keinen Basketball durch die Helme von den Kent-Leuten schmeißt. Nein, die waren viel. Wäre der Meteoriteneinschlag nicht gewesen oder beziehungsweise dieser, wir beleben alle wieder. Vielleicht war der Meteoriteneinschlag von den Puma. Ja, aber da haben die haben doch alle Feuer platt gemacht, wäre nicht diese Wiederbelebungsscheiße gekommen. Die haben die doch alle Feuer, aber mal sowas von platt gemacht. Geowned, wie man sagen würde. Ja? Hätte noch gefehlt, der spießt einen auf und dann sagt er. Ownage vom Allerfeinsten. Ja. Aber das hat auch schon wieder diesen Final Fantasy Charme, weil das sieht auch alles. Abgespaced. Die sehen halt eher abgespaced aus. Das muss man ja wirklich sagen, das ist toll. Und da ist der Titel, damit auch alle nochmal wissen: hey, wir spielen hier Lost Odyssey. Wir sind nicht einfach bei Minecraft oder so. Nein, wir sind bei Lost Odyssey. Ach so, falls Leute fragen sollten. Wir haben noch keine Frage diesbezüglich bekommen. Wir werden nie. Nie, nie,
nie bei uns hier auf dem Channel Minecraft spielen. Das stimmt. Weil ich mache mich total unbeliebt. Ich kann nicht verstehen, warum Leute Minecraft spielen. Ja, aus dem gleichen Grund, warum Kinder Lego spielen. Ich kann, ja, aber ich kann die Faszination hinter Minecraft nicht verstehen. Also mich reizt daran gar nichts. Ich habe es noch nie persönlich gespielt. Nicht? Nee. Du? Ja. Und fand es nicht so doll? Ich fand es urstlangweilig. Alle sagen ja, ja. Achso, oh, vor 30 lesen. Jahren offenbarte sich eine neue Macht auf der Erde. Aber das ist nicht so langsam. Die magisch-industrielle Revolution. Hier. Revolution. Ich kann. Ah, nee, das liegt da unten. Da steht jetzt auch alles drin. Als magische Energie bekannt. Nehme ich bis Kinder heute fehlen. Kann keiner erklären, warum diese Macht. Eine Macht, die in allen Lebenden. Jetzt musst du einen Schluck trinken, weil das ist nicht erklären, warum. Weißt du? Hätte das sein können, ey, wir haben irgendeinen geilen Meteoriten gefunden oder was Energie, ist. Die verborgen das ist wie das Ende von Links. Sie hat die Lebensweise der Menschen ja verändert. Oder plötzlich einen Schnupfen. Das hat für mich eher den Charakter hier von Star Wars in den neueren Episoden mit den Midichlorianern. Diese Wesen, die in deinem Körper sind. Und je höher sie konzentriert sind, also je mehr du davon in deinem Körper hast, desto mächtiger bist du. Also irgendeine bestimmten Grenze kannst du dann diesen, ist es diese wahr, Macht. Dass Kent einen Waffenstillstand will? Was? Jawohl, es wurden genug Männer für das Wohlhochland angeheuert und fast alle Kent-Truppen wurden Bingo vernichtet. Sie haben den Krieg begonnen. Was ist denn mit ihm los? Zuerst weichen. Wir haben außerdem sehr viele Truppen verloren. Ja, haben wir. Wenn die Goza uns jetzt angreifen, nach diesen Gewalt. Wir sind denn die Goza? Könnten wir unser Land nicht mehr verteidigen. Außerdem geht das Gerücht, dass die Goza hinter der Invasion steht. Das klingt auch alles wie auswendig gelernt. Ja, das ist ja das Problem. Denn die Goza beteiligt sein? Cool, ist auch da. Ja. Wir wissen, dass eine große Menge Militärausrüstung von Goza nach Kent gebracht wurde. Darüber hinaus nehmen wir an, dass Goza Kent benutzen will, um Unruhe zu stiften und Ura zu schwächen. Dann war selbst der Meteoriten. Ich finde das so geil, wenn du jetzt hier reingeworfen wirst, so wie ich. Excellence, und auch sowas ich habe erstmal. Beunruhigende Neuigkeiten. Wenn das nicht erklärt wird, nehme ich das auch erstmal jetzt gar nicht so ab. Aber wenn dann so sagt, Goza und Kent, Ura, denke ich mir, ey, irgendwelches sinnloses Gebabbel. Das ist nicht das erste Mal. Die Reiche, es sind ja drei große Reiche. Es gibt drei, es gibt nur zwei. Drei, Goza, Ura und Kent. Könnte aus dem großen Stab ausgetreten sein. Diese hat etwas ausgelöst und zu dieser Katastrophe. Irgendwas ist aus einem großen Stab ausgetreten. Der große Stab fällt in deine Zuständigkeit. Ja. Hast du etwas dazu zu sagen? Du kennst dich doch mit großen Stäben aus. Moment nicht. Woher stammt diese Information? Der Bau des großen Stabs geht reibungslos voran. Geht reibungslos voran, schade. Wenn die Gleiten so schwere Verluste erlitten haben, sehe ich keine andere Möglichkeit, als unser Land durch die magische Energie des großen Stabs zu schützen. Wir sollten nicht über die Vor- und Nachteile der Maschine... Also der große Stab ist sowas wie die Atombombe die dieser Zeit. Klaren zu sein. Genau. Okay. Das klingt vernünftig. Das klingt vernünftig. Der Einsatz magischer Energie ist ein zweischneidiges Schwert. Verstehe. In Anbetracht dieser Gerüchte sollten wir den Bau des großen Stabs vielleicht stoppen. Was? Hätten Sie das nicht Gott, große Augen, den ultimativen sobald Abwehrturm nennen können, dass also den großen Stab nichts Stab. Mit dem Meteoriteneinschlag zu tun hat, geht der Bau unverzüglich weiter, Gongora. Warum haben diese doofen Namen? Können die nicht Thorsten und Heinz heißen? Ich muss einen Schluck nehmen. Och. So, jetzt kommen wir da sicher hin. Weiß ich nicht. Bis erstmal am Busbahnhof hier. Zentralbahnhof. Okay. Das sieht alles sehr Oh, da kann ich da blinkt was. Sagen wir es hier, die Kippenreste wieder auf, ne? Gravierter Ring. Er bestimmt auch eine Fähigkeit. Das war dieses Symbol nicht für Ring, sondern dieses Symbol für. Ach so, warte. Geld. Hier, warte. Gegenstand. Wertsachen. Ah! Oh. Das bringt dir bestimmt Gold von der Sache her. Nehme ich es einfach mal an. Von der Sache her? Okay, wurde verloren und gefunden. Kann ich nicht irgendwie. Lost and found. So, egal. Wie geht's hier weiter? Was ist denn mit ihm hier? Hallo. Vollboss. Ja, voll.
Erster Vollboss. Und er weiß auch sofort, was los ist und wo du hin musst. Jo, da müssen wir da wahrscheinlich lang, ja? Wenn Vollboss das sagt. Lubas. Hä, ich bin doch gerade mit der einen Schienenbahn angekommen. Warum ist die jetzt zurzeit nicht in Betrieb? Die ist nicht in Betrieb. Die müssen sich erstmal reinigen nach dir. Weil ich so viele. Weil der große Stab. Genau, du hast einen großen Stab da. Ja, aber wo gehe ich denn deine Zähne hin? Da hinter der Eingangsdings. Oder da. Aber da ist doch rot. Nee, da ist eine andere. Jetzt stoppt er mich. Ein baldiges Wiedersehen. Ach, da kommen wir her. Genau. Da hinten, ja. Du musst da, wo die beiden Loch-Heinis stehen. Die Loch-Heinis? Das ist hier. Was ist das? Was ist das? Das ist Schmuck. Aber ich muss doch... Muss ich nicht... Ah, hier geht nicht. Ja, ja, okay, also hier... Warum ist denn grün? Ja, sollte das nicht in Rot sich verfärben? Ich weiß ja nicht, wie die da so ticken auf dem Planeten. Ja, stimmt. Vielleicht sind das ja, ist ja rot-grün und grün ist rot. Deswegen kann man auch mit B bestätigen, wenn man... Es zieht sich wie ein grüner Faden. Ja, wie ein grüner Faden zieht sich das, ja. Oh, den Gag haben wir jetzt alle verstanden. Schade. Er war gut. Ich schreibe bei Bedarf nochmal eine E-Mail. Ja, das erklärt mich. Er erzählt irgendwie immer was. Das ist schon leise, ne? Wir müssen los, es ist ziemlich weit bis zur Ratshalle, na klar. Deshalb laufen wir auch. Achso, nee, das ist ja bloß hier. Na gut, dann laufe ich halt mal so cool wie euch, wie ihr. Die Anzeige, Ansage von der Bahn. Vom Bahnhof ist das bloß. Ach so, das ist die Anzeige vom Bahnhof. Hier geht's lang. Dann gehen wir mal hier lang. Was machst du gut? Platz am Zentralbahnhof. Ich stolziere hier so wie die Typen lang. Lolala, wir haben ja keine Zeit. Was ist mit ihm? Kai Sheng. Achselzuckend. Achselzuckend? Ja, stand da, Achselzuckend. Na, wir stolzieren hier so lang. Wir haben ja keine Zeit. Ne? Ja, beeilt euch mal lieber. Geht zur Panzermagie-Truppe, haben sie gesagt. Das ist spaßig, haben sie gesagt. Wichtig, Touren. Nicht, wie sie da ihre NPCs titulieren. Eigensinnig und Wichtigtour. Vielleicht sind das aber auch so diese japanischen Namen, weißt du? Wichtigtour? Auf Japanisch heißt es halt Ching Chong Hong Hong Hong. Oh, das ist wieder sehr, aber okay, ja, vielleicht. Und das. Was ist mit dir? Das ist ein Teewagen. Verkaufst du mir Sachen? Magie-Autofanatiker. Was? Das ist ein Auto. Ich dachte, das ist so ein Servierwagen. Das läuft mit einem magischen Motor. Lalala, wir stolzieren hier wieder lang. Wer sich dabei umguckt. Ja, ich komme ein bisschen ermüdend, muss ich gerade sagen. Das ist wirklich schlimm, du musst auch einen Schluck jetzt gerade nehmen. Ich finde das sehr langatmig. Also selbst für ein JRPG ist es sehr langatmig. Lalalala. Bist du jetzt bald da? Ich hoffe nicht. Jetzt bist du in der Stadt. Ist in der Stadt? Oh. Gehst du eigentlich gerade in die richtige Richtung? Ne, ich konnte jetzt mich gar nicht bewegen gerade. Also ja. Ich hoffe es. Bin ich jetzt beim Rad? Jetzt bist du beim... Beim Rad. Hallo. Sehr gut. Wegtreten. Das bin ich wieder weggegangen. Genau. Wir haben ihn gesehen. Jetzt wieder weg. Alles klar. Leutnant Kai Margonar, wir danken dir für deinen Einsatz. Bitte. Ich bin Roxian, Vorsitzender des Zentralrats von Ey, da haben sie wirklich, ey, die haben so Buchstaben irgendwo reingeworfen. Was machen wir daraus? Da gibt es diese Würfel mit den Buchstaben. Richtig. Die Würfel. Scrabble-Dings. Dann haben die einfach so ein paar Buchstaben genommen. Überleben aus Ura oder Kent. Und doch scheinst du unverletzt zu sein. Obwohl du angeblich am Einschlagort selbst warst. Sag mir, wie hast du überlebt? Ich weiß es nicht. Eingeatmet und dann Luft anhalten. Richtig, ich hab was gegessen. Eure Hoheit, lasst mich erklären. Gut, sprich. Wie? Danke, Eure Hoheit. Was ist denn mit ihm los? Meine magische Energie machte diesen Mann unsterblich. Was? Ich habe ihn mit einem Zauber belegt. Warum hast du das nicht mit 50 Milliarden anderen gemacht? Wäre doch viel geiler gewesen. Ich möchte mehr wissen. Dieser Zauber, wie funktioniert der? Das ist ein Quacksalbe, oder? Keine Ahnung. Was? Du weißt also nichts über den Zauber, mit dem du belegt wurdest? Ey, wenn, dann hätte ich es dir erzählt. Was sind denn das für Dialoge? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Das war im Schlaf und dann haben mir zwei Nieren gefehlt. Unter der Narbe.
Werde Arsch wehgetan. Der Mann hat sein Gedächtnis verloren. Aber er beherrscht die magische Energie. Daher habe ich seine Fähigkeiten studiert. Das wäre sehr hilfreich gewesen. Was kannst du sagen, Gongora? Bei allem Respekt, Eure Hoheit. Dieser Zauber ist Was? Ein Fluch. Schon ihn zu hören, soll den Tod bringen. Für unser All... Nee. Ihn zu hören soll den Tod da bringen, ich deiner gelehrten Meinung vertraue, glaube ich dir, dass wir den Zauber nicht kennen sollten. Was ist denn das? Das ist ja... Kennst du die Folge mit hier den aus House Park mit den Mormonen? Ja. Das ist... Roxian war ein Idiot. Dumm, 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 dumm. Das ist so. Das ist... Das stimmt. Ich habe mich schon mit einem Zauber belegt, aber ich kann es nicht sagen. Aber ich war's. Wenn du nicht getötet werden kannst, möchte dich der Rat mit einer besonderen Mission betrauen. Und zwar... Sterben gehen. Ja, stirb. Vor allem, wie er immer gar nichts sagt. Du gehst zum großen Stab. Aber ich hab doch schon einen. Hoheit. Er kann nicht zum großen Stab. Gongora, du kannst das nicht länger geheim halten. Bisher war dir der Bau überlassen. Aber wir haben keinen Kontakt mehr zur Baustelle. Alle haben Pause. Also bist du jetzt Bauaufseher quasi geworden. Bis wir wissen, dass das Projekt Großer Stab ungefährlich ist, wird der Bau gestoppt. Das ist, woran mich auch erinnert. Austin Powers. Traktorstrahl. Großer Stab. Ja, oder wenn es schon der Timer. Also, Leutnant Argonar. So, wir müssen zum Großen Stab. Was weißt du über den Bau des Großen Stabs? Na, nix, wenn es bisher geheim war, du Pilo. Es soll ein magischer Stab sein. Richtig. Und er ist groß. Hast du einiger Zeit nichts mehr von der Baustelle gehört. Oh. In Anbetracht der Wer hat diese Dialoge geschrieben? Magische Energie. Glauben wir, dass nur ein Unsterblicher... Die Woher Welt wollt ihr das sagt? Wissen? Ich bin der erste Unsterbliche, dem ihr begegnet seid. Es gibt noch jemanden. Es gibt aber noch jemanden. Wer ist denn noch? Du? Im Wohlhochland noch eine Unsterbliche. Ach, das ist die Alte. Nun gut. Diese andere sollte ich begleiten. Hör doch, kann ich ihn doch rasch, alles vor. Ey, das ist wirklich wie bei den Mormonen hier. Dumm, 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 dumm. Verzeiht, wenn ich das sage. Aber ich baue den großen Stab zum Wohle unseres Volkes und unserer Nation. Genug. Wir warten auf Kains Rückkehr und Bericht. Was sind das für... Das kann man alles ein bisschen abkürzen. Du kannst gehen, Leutnant. Ja, tschüss. Ja, jetzt kannst du gehen. Wollen wir noch einen dritten Teil machen? Kommen wir noch zum großen Stab oder ist das die lange... Du hast das Spiel gespielt. Ja, das ist Jahrtausende her. Danke fürs Kommen. Das ist ein Graus. Ratshallenwache Graus. Graus. Das ist ein schönes Gasthaus. Und auf Befehle warten. Das okay, ist also wir kommen jetzt nicht noch zu den Standort von was? Oh, was, wo, manchmal auch warum. Gehen wir noch zum Gasthaus. Das ist ein Hund, guck mal, wie der läuft. Können wir den streicheln? Warte mal. Es sieht aus, als wäre es dein Hund. Ja, aber es ist nicht meiner. So, wo ist denn hier das Gasthaus? Da. Weiter geradeaus. Ich glaube, da bist du vorhin gerade dran vorbeigelaufen. Und jetzt nach rechts. Oh, Lady, aus dem Weg. Oder nach links. Ist das ein Gasthaus? Bist du ein Gasthaus? Steht nicht draußen dran. Das sieht aus, wie ein Gasthaus. Das ist Wirnos Wirtshaus. Wirno. Das ist wirklich so, die haben wirklich Buchstaben genommen und die irgendwo... Machen wir erst beim nächsten Mal aufmachen. Im nächsten Teil suchen wir uns so Würfel mit Dingern drauf. Also, wollen wir jetzt noch einen dritten Teil machen? Ja, von mir aus können wir machen. Gott, machen wir noch einen dritten Teil, das ist hier ziemlich abstrus, die ganze Geschichte, das finde ich gut. Das kann ich immer treten. Ja. Stimmt. Prüfen. Oh. Für... Eine Wasserbombe? Okay. Allein schon, weil wir eine Wasserbombe haben, muss das hier. Okay. Nochmal. Also machen wir noch einen dritten Teil, da ist noch Samen. Wir sind jetzt hier im Wirtshaus. Wollen wir jetzt irgendwie erstmal hier Stopp machen? Ja, können wir machen. Machen wir hier Stopp. Machen wir hier Stopp? Ja, liebe Freunde, der zweite Teil mit Lost Odyssey, du musst das dann wieder heller machen. Ich mach das dann wieder heller, ne? Das kann ja wohl nicht vorstellen. Weil wir sind ja relativ dunkel jetzt, also in der Rohaufnahme, möchte man sozusagen ganz sagen. Ganz Schwitze. Ja. Es ist eigentlich unfreiwillig komisch. Gerade in den
Wegen Roxio und Roxian und Gongora. Meine ich ja. Ja, ist ein bisschen unfreiwillig komisch. Liegt wahrscheinlich auch an der Synchronisation, an der Lokalisierung, weil die klingt nun echt sehr gestelzt. Ja, das sehr, stimmt. Sehr gestelzt. Vielleicht sprechen die da ja so. In Ura. In Japan, meinte ich. Ach so, in Japan wird ja anders gesprochen. Japanisch? Da wird Japanisch gesprochen. Da wird so, ich war doch schon mal da. Letztens, auch gut. Ja, Fukushima, wann war das? ja, das, muss das man, warst du doch, oder? Das muss man dazu sagen. Können wir jetzt auch mal sagen, ich war in Japan, es war meine erste Japan-Reise. Ich bin keine 2 Stunden im Land, wirklich keine 2 Stunden im Land. Da war das Unglück von Fukushima. Es hat dann stattgefunden. Also ich war live dabei, sozusagen in Tokio damals. Also ich bin jetzt nicht nach Fukushima. Warum eigentlich nicht? Wir wären dann doch noch dahin gefahren, in den Norden, ja? In die Nähe von Fukushima. Haben wir dann aus Verstehe ich nicht. Verständlichen Gründen erstmal nicht gemacht. Wir sind dann erstmal im Süden geblieben. Aber es war sehr schön. Aber ich fand es, kann ich noch erzählen, nur eine kurze Geschichte. Wenn man dort in Läden reingeht, in Japan, also stellt euch das einfach mal vor, dann wird man begrüßt vom Personal, ja, Arigato gozaimasu, tomo arigato gozaimasu. Also du wirst halt begrüßt und dir wünschen dir, die alle, wirklich alle Mitarbeiter, wünschen dir lautstark brüllend durch den Laden einen guten Einkauf. Das also ist doch nett. Der eine an der Theke, wenn du reinkommst, sieht dich, wünscht dir einen guten Einkauf und alle Mitarbeiter, die das hören, egal was sie gerade machen, sagen das auf. Also sagen dann dasselbe und brüllen das durch den Laden. Das ist schlimm, weil ich war in dem Laden drin. Gruselig. Ich war in dem Laden drin, neben mir hat einer das Regal eingeräumt und ich habe gerade was rausgeholt und der brüllt und ich habe mich übelst erschrocken. Aber also Japan ist trotzdem eine Reise wert, macht sie mal, ist wirklich ein tolles Land und sehr, sehr, einzigartig, will ich auch mal sagen. So wie dieses Spiel, Lost Odyssey, zeig's nochmal, was wir jetzt noch einen Teil spielen werden und dann aber auch Schluss mit der Probeverkostung. Das heißt, nächsten Donnerstag nochmal einen Teil Probeverkostung mit Lost Odyssey, freut euch drauf, dann geht's weiter mit Kaim, Roxian, Gongora und wie sie nicht der Operation Großer Stab. Also, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.